Über 5 Millionen Tonnen Metall werden jedes Jahr in deutschen Gießereien verarbeitet. Besonders groß ist die Nachfrage an immer leistungsfähigeren Werkstoffen. Vor allem die Automobil- und Luftfahrtindustrie verlangt zunehmend nach leichteren Bauteilen, die zugleich extrem belastbar sind. Für diese Eigenschaften müssen metallische Werkstoffe hochrein und fehlerfrei sein. Doch wie können beim Herstellungsprozess Verunreinigungen in der Metallschmelze deutlich reduziert werden? Auf der Suche nach Lösungen forschen seit 2011 Wissenschaftler an der TU Bergakademie Freiberg. Im Sonderforschungsbereich 920 arbeitet ein Expertenteam an innovativen Filterwerkstoffen und Filtersystemen aus Keramik. Diese sollen nichtmetallische Einschlüsse reduzieren und die Qualität des metallischen Werkstoffs immens steigern. Unsere funktionalisierten Filter sind erfolgreich beim modifizierten Formgießen eingesetzt worden. Mehr als 95% der Einschlüsse konnten über eine Oberfläche von Oxidalisierung aus der Metallschmelze entfernt werden. Diese reaktiven Beiträge möchten wir erfolgreich auch beim kontinuierlichen Stranggießen einsetzen. Ihre Versuche zum Strangguss von Stahl führt die Wissenschaftler nach Duisburg, zur ThyssenKrupp Steel Europe AG, einem der weltweit führenden Hersteller von Flachstahl. Bis zu 12 Millionen Tonnen Roheisen werden hier jährlich produziert. Bei der Entwicklung hochreiner Stähle setzt der Stahlriese auch auf das Know-how der Freiberger Wissenschaftler. Ich erhoffe mir von der Forschungsarbeit einen neuen Ansatz auch bei großtechnischer Flachstahlerzeugung, kleinste Einschlüsse aus dem Stahl herausfiltern zu können. Denn nicht nur im Automobilbau, sondern auch im industriellen Einsatz, zum Beispiel bei Verpackungsmaterial, führen kleine Einschlüsse zum Versagen des Materials und so zu Nacharbeit und hohen Kosten bei unseren Kunden. Und das ist ein erster Ansatz an der Stelle, um solche Fehler in Zukunft vermeiden zu können. Eingesetzt werden die neuen Filter im Tandisch, einer 86 Tonnen Verteilerrinne. Hier treffen sie erstmals unter realistischen Bedingungen auf die fast 1600 Grad heiße Metallschmelze. Welche Filtermaterialien und Strukturen den hohen Belastungen gewachsen sind, wurde bereits in der ersten Förderperiode des Sonderforschungsbereichs erfolgreich erforscht. Inzwischen erreichen die Filtersysteme auf der Basis von Schaumkeramikstrukturen Industriegröße. Ziel ist es nun, die am Computer modellierten optimalen Filter in die Anwendung zu bringen. Vielversprechend sind dabei geometrisch komplexe Formen aus regenerativen Fertigungsverfahren. Aber erreichen die Freiberger Wissenschaftler damit auch eine gezielte Multifiltration unterschiedlicher Einschlüsse? Gelingen soll es mit der Entwicklung intelligenter Filtersysteme, die sowohl aktive als auch reaktive Filteroberflächen aufweisen. Damit ließen sich nicht nur unerwünschte Partikel aus der Metallschmelze entfernen, sondern auch gelöste Gase. Verantwortlich dafür sind polykristalline Schichten. Diese bilden sich beim Abguss an den funktionalisierten Oberflächen der Filterstege und können sehr feine Einschlüsse einfangen und diese damit abscheiden. Mit einer Funktionalisierung der Filteroberfläche, zum Beispiel durch Elektrospinning, können in Stahl- und Aluminiumschmelzen nichtmetallische Einschlüsse deutlich reduziert werden. Vor allem mit nanofunktionalisierten Filterwerkstoffen können wir eine höhere Filtrationskapazität und Effizienz erreichen, aber auch, dass die Filter langzeitstabil sind. Um die Wechselwirkungen zwischen den funktionalisierten Filteroberflächen und Einschlüssen zu beobachten, nutzen die Freiberger Wissenschaftler modernste Analyseverfahren, mit denen sie bis in atomare Strukturen vordringen. Auf Grundlage ihrer Forschungsergebnisse sind sie mittlerweile in der Lage, 4D-Visualisierungen von Filtrationsprozessen zu erstellen und schließlich maßgeschneiderte Filtersysteme zu entwickeln für Werkstoffe, die technische Erfindungen leichter machen und Treibstoff, Emissionen und Materialien sparen. All diese Vorzüge treiben das Expertenteam an,
Mit der Erforschung multifunktionaler Filter für die Metallschmelzefiltration die Qualitätsanforderungen von morgen zu erfüllen. Unterstützt werden sie dabei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 2 Millionen Euro pro Jahr. Vor allem der Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung rückt dabei immer mehr in den Fokus des Sonderforschungsbereichs. Bei jeder Metallschmelze haben wir es mit unterschiedlichen Herausforderungen zu tun. So neigen Aluminiumschmelzen zum Beispiel zur Reaktion mit Sauerstoff und der Umgebungsfeuchte. Das führt zur Bildung von unerwünschten nichtmetallischen Einschlüssen. Mit der Entwicklung von aktiven und reaktiven Beschichtungen ist es möglich, die Eigenschaften der Filter so zu verändern, dass diese Einschlüsse noch effektiver entfernt werden können. Wie sich die intelligenten Filtersysteme künftig bewähren und sich die neuen metallischen Bauteile später unter Belastung verhalten, soll weiterhin in intensiver Zusammenarbeit von 11 Instituten der TU Bergakademie Freiberg bis 2023 analysiert werden. Diese anwendungsorientierte Forschung trägt zu neuen Lösungsansätzen in der Metallschmelzefiltration bei und schließlich zu neuen Technologien und Werkstoffen der Zukunft. Dies eröffnet nicht nur einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, sondern ist auch der Schlüssel zu Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.